Also eigentlich ist das fast schon übertrieben mit dem ganzen. Heroes are entering your dungeon. Oh, Heroes im Dungeon. Die kriegen noch mal eine Extraktormarkierung. Ein Hochelf und ein Kleriker. Ja, die sind schon ziemlich tot. So, jetzt möchte ich bitte zuschauen. Ja, dem eben folge ich mal. Genau, der rennt nämlich jetzt nicht zur Schatzgrube, weil ich auf die beiden Hände Extraktormarkierungen gesetzt habe. Das könnte jetzt übel aussehen. Aber ich möchte es mir mal ansehen. Ich möchte wissen, was sie da draus gemacht haben. Oh. Da liegt ein Held drin im Sack. Jo. Au, au, au. DEC-Punkt erhalten, Helden extrahieren. Okay, muss ich eine bestimmte Anzahl an Helden extrahieren, um zusätzliche DEC-Punkte zu kriegen? Okay, da läuft der nächste los. Naja, durch das Helden extrahieren, hier war es hier irgendwo. Genau, Helden extrahieren. Wenn ich 10 Helden insgesamt extrahiert habe, kann ich nochmal 3 Punkte machen. Na, nicht ganz so viele, wie ich gehofft habe. Okay, der Held wird in einen Sack gesteckt und ihm einen Eimer auf den Kopf gesetzt und dann hüpft er von selber in die Tötungsmaschine. Okay. Ich weiß halt nicht, wie viele Helden man extrahieren muss, um den Punkt zu kriegen. Extraktor, wo bist denn du? Schickt Helden mit der Extraktionsmarkierung gegen den Extraktor und er zerkleinert sie dort für DEC-Points. Das Problem ist, hier wird nirgendwo angezeigt, wie viele ich noch extrahieren muss. Auch nicht so praktisch, muss ich ehrlich sagen. Okay, wir hätten theoretisch genügend Materialien mal wieder. Können wir dir wenigstens noch deine Rüstung anlegen. Und dann schicken wir Trupp 1 mal los. Schätze holen oder den Archäologen entführen. Wo ist der Archäologe? Da oben. Ich würde sagen, wir schicken Trupp 1 bei den Archäologen entführen und gucken mal kurz. Wow, die Fallen haben ziemlich viel wettgemacht an den Helden. Also ich glaube, mit Fallen kann man wenigstens so kleinere Heldengruppen ganz gut dezimieren. Und da ich ja jetzt die Leitern ausgeschalten habe, dürfte das auch nicht mehr allzu schlimm sein. Ihr geht mal essen. Und währenddessen versuche ich mal herauszufinden, wie das mit Baal funktioniert. Wenn ich ein Kampföl mache. Dann wird das jetzt hier im Extraktor hergestellt. So, der Trank ist fertig. Ah! Kann ich mir das jetzt irgendwo anzeigen? Fähigkeiten, Zauber. Ich habe kein Inventar, leider. Out of the pit into a hellhole. Ich weiß also nicht, ob ich das jetzt nur einsatzbereit gemacht habe und danach ertrinken muss. Ich sollte aber mal dringend gucken. Okay, Trupp 1 hat das gut überstanden. Trupp 1 ist auch richtig stark eigentlich, mit Stufe 2 Waffen sogar.
Dann würde ich fast schon Trupp 2 mal losschicken, sobald Trupp 1 wieder da ist. Obwohl, ich habe gute Fallen. Bringt mir Schätze. Ein Gauner. Okay, wir klauen von den Dieben. Boing. Eine Gaunerin würde es besser treffen. So. Schon erledigt. So dürften wir auch die Überfallpunkte zusammenkriegen. Deathslayer, the archaeologist has been persuaded to help us. He's a bit bruised, but ready to move. Send some minions to escort him. Just bring them close and he will lead the way. And if there's trouble, he will huddle down and wait until the slaughtering is done. Okay. Also wir können uns jetzt einfach hier hin porten? Nö. In dieses Gebiet noch nicht möglich, weil wir den Ausgang noch nicht freigeschaltet haben. Können wir aber gleich mal nachholen. So. Ihr seid wieder alle einsatzbereit. Dann schalten wir mal die nächste frei. Und nebenbei, ich wollte ja eine Spelunke bauen. Haben wir gleich. So, jetzt kann ich eine Spelunke bauen. Auch einfach hier an die Ecke sogar. Und könnte dann auch zwei meiner Minions... Habe ich so viele übrig? Ich sehe gerade nicht. Bis jetzt sind 1, 2, 3 Gebäude, 4 Gebäude. Das heißt 5 Leute, die halt... 5 Gebäude, das heißt 4 Minions habe ich übrig. So. Ich kann keine rufen im Augenblick. Ich sehe auch leider nur die 2 hier rumwuseln. Ah ja, da ist... Achso, hier werden mir nur die freien Minions angezeigt. Da schicke ich halt zweimal los. Viel bauen werden wir ja nicht mehr müssen eigentlich. Rattenmenschen. Oh ja, und ich kann jetzt endlich den Recken freischalten. Den ich übrigens schon freigeschalten habe. Ah, ich kann aber bis Wandfallen freischalten. Sehr schön, sehr schön. Dann kann ich nämlich noch 2 Fallen bauen. Ah, für die ich nicht genug Materialien habe. So. Die Falle, da hätte ich eigentlich ganz gerne. Dafür brauche ich mehr Mats. Und da wir eh zu viele Pilze haben. Ich brauche dringend noch eine Vorratskammer. Führt kein Weg dran vorbei. Squad 2 rückt nochmal aus. Besorgen uns Materialien. Eine Magierin. Das soll eine Magierin sein, die spielt auf ihrer Flöte. So. Das dürfte uns mit den Materialien helfen. Was bringt uns eigentlich Dungeon Stufe 5? 5 bringt uns Fallenanzahl um 1 erhöht. So, jetzt müsste eigentlich mein... Genau, mein einer einzelner verbliebener Minion hier rumwuseln und die Sachen holen. Ja, Gefängnis ist absolut nicht nötig. Wir haben nämlich schon den dritten Squad freigeschalten. Ich frage mich, haben wir schon... Nein, wir haben doch... keine freien Einheiten. Heroes are entering your dungeon. Heroes. Oh. Nein. Schön da geblieben. Ihr lasst jetzt erstmal die durch die Fallen hier laufen. Die laufen sogar wieder zurück. Die sind doof.
könnte die Fallen abreißen und neu setzen. Life. What's the point anyways? Will ich aber nicht. So. Wir können jetzt in den Extraktor geworfen werden. Ich baue eine zweite Vorratskammer. Und zusätzliche Fallen. Also ja, ich das mit dem Extraktor, das will ich noch einmal sehen. Aber schön nah rangezoomt. Wie lächerlich das aussieht. Obwohl das voll brutal ist, wenn man es so sieht. Das Ding ist ein riesiger Fleischwolf. Da wird er erst zerhäckselt, dann zersägt. Oh, auch noch mit einer Guillotine bearbeitet. Da hat ein Eimer auf dem Kopf, hops da rein. Wird zersägt, gehackt und dann noch weich gekloppt. Aber bringt mir immer noch keine DC Points irgendwie. Wahrscheinlich muss ich mindestens 5 Helden oder so zerhäckseln, dass ich die DC Points kriege. Na gut, erstmal neue Truppen. Am besten einmal die bunte Mischung. So. Oh. Frische DC Points. Oh, und freie Leute. Okay, hätte ich mir den einen Berserker sparen können. So, ihr geht mal zum Training. Denn ihr seid ein schön durchgemischter Trupp. Und ich schalte den Schreckensfürsten mal frei. Gut. Und verstärkt meinen Fallengang. So. Hier eine Falle. Und hier noch eine Feuerballfalle um die Ecke. Kostenlose Einheiten. Ein DC-Point. Okay, schalten wir die... schalten wir die Hexenmeisterin mal frei. Truppstufenaufstieg. Sehr schön. Und dafür fehlen uns leider jetzt die Materialien, um alle mit besseren Rüstungen abzugraden. Also tauschen wir mal wieder Pilze. So, jetzt schnappen wir uns die drei Trupps und Baal und schicken sie mal darüber, dass wir mit dem Erkunden von dem hübschen Gebiet anfangen können. Wobei. Ist wirklich schön zu sehen, dass es hier auch Außengebiete gibt. Also, ja, man merkt schon, man hat immer einen abgeschlossenen Dungeon, in dem man bauen kann. Der wird dann halt von Helden bedroht. Die hier eigentlich gar nicht durchkommen dürften mehr. Eine Falle könnte ich noch platzieren. Für die bräuchte ich allerdings Materialien. Dann könnte ich noch eine Feuerballfalle oder so da hinsetzen. Oder eine letzte Giftfalle. Na, 20 Pilze in 5 Materialien. Ich hätte gleich das große nehmen sollen. Egal. Okay, eine Feuerballfalle. Ich sagte eine Feuerballfalle. Hier direkt am Anfang bitte. I feel the need. Und dann muss ich jetzt leider, also erstmal gebe ich noch den Punkt da aus, denke ich mal, muss ich leider hier jetzt mal einen Cut machen. Deswegen speichere ich das Spiel. Oh, Spiel erfolgreich gespeichert. Also da gibt es jetzt erst einmal einen Cut. Und in der nächsten Folge begeben wir uns dann mit unserem Trupp hier in die Außenwelt und treiben den Indiana Jones-Verschnitt hier mal an, was zu machen.
Also, bis dann.